Die einen sagen, es ist lebensgefährlich und grenzt an Selbstmord. Die anderen sagen, es ist total umweltfreundlich und gesund. Fahrradfahren jetzt in der nassen, dunklen Jahreszeit kann eine echte Herausforderung werden. Fakt ist, während die tödlichen Unfälle bei Fußgängern und Auto- und Motorradfahrern insgesamt sank, stieg sie bei Fahrradfahrern deutlich an. 445 Radfahrer sind im vergangenen Jahr in Deutschland tödlich verunglückt. So, und gerade jetzt, wie gesagt, im Herbst wollen wir und müssen wir sicher im Sattel sitzen. Und deswegen wollen wir uns Tipps holen jetzt von Matthias Faber. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Sie sind ehemaliger Nationaltrainer der schwedischen BMX-Mannschaft, also wirklich ein absoluter Radprofi. Und inzwischen machen Sie Sicherheitstrainings. In meiner Brust schlagen immer so ein bisschen zwei Herzen. Wenn ich Fahrradfahrer jetzt im Dunkeln im Straßenverkehr sehe, denke ich, oh Gott, einerseits ein bisschen lebensmüde. Würden Sie das auch so sehen oder sagen, nee, das ist gesund, das ist gut und das sollte man auch so machen, ist auch umweltfreundlich? Erstmal hast du natürlich vollkommen recht, es ist umweltfreundlich, es ist eine tolle Fortbewegung, man ist draußen an der frischen Natur, man kann was gegen November Blues machen, weil man sich ja bewegt, also es ist eigentlich ein tolles Fortbewegungsmittel, auch bei schlechtem Wetter. Man muss natürlich ein bisschen darauf achten, dass man sich vorbereitet, dass man das Fahrrad sozusagen zurecht macht, einen guten Check-up macht und sich auch auf die Bedingungen vorbereitet. Und wie wir das machen, dass wir sind jetzt beim Du, habe ich gemerkt. Oh, Entschuldigung. Das ist wunderbar. Also das werden wir gleich mal besprechen. Jetzt gehen wir aber erstmal raus an die Luft sozusagen, mitten rein in Hamburgs Straßenverkehr. Denn dort hat unser Gast Matthias Faber mit unserem Reporter Sven Trösch so eine Art Praxistest gemacht. Und er zeigt ganz gut, wie rutschig es jetzt tatsächlich auf den Straßen ist. Ein wunderschöner Herbsttag in Hamburg. Das Laub fällt von den Bäumen. Und wo landet es? Hier auf dem Radweg. So sind also die Verkehrsbedingungen gerade in Hamburg für uns Radfahrer. Matthias Faber, wie gefährlich ist es, jetzt im Herbst mit dem Fahrrad unterwegs zu sein? Ja, es kommt natürlich zu der Dunkelheit, die früher einsetzt und später aufhört, auch die Feuchtigkeit auf den Straßen dazu. Die machen die Straßen natürlich ein bisschen rutschiger, als wir das normal vom Trockenen gewöhnt sind. Zusätzlich, genau wie du gerade gesagt hast, ist das Laub draufgefallen und eine, ja, so eine brisante Mischung ist Untergrund rutschig, Feuchtigkeit, Laub drauf. Ist es zusätzlich noch sehr, sehr rutschig und da erhöhen sich die Bremswege, die Reaktionszeiten werden länger. Also man muss schon seine Fahrweise anpassen. Und du bist jetzt so todesmutig und machst für uns einen kleinen Bremstest. Und dafür verteilen wir jetzt diese Pylonen und gucken mal, wie schnell du zum Stehen kommst. Machen wir. So, an dieser Stelle soll Matthias gleich bremsen. Und hier auf dem Bremsweg ist alles voller Laub. Mal gucken, wann er zum Stehen kommt. So, Matthias, auf geht's. Lass gehen. So, und er ist mit dem flotten E-Bike unterwegs und dementsprechend schnell unterwegs. Achtung! Phew! Wow! So, einmal kurz markieren, wie weit du gekommen bist. Ich zähle mal die Schritte. Ja. Achtung! So, 1, 2, 3, 4 und ein bisschen. Ja. So, was sagst du? Ja, es ist natürlich, man muss sehr doll aufpassen, dass man nicht hinfällt. Ja. Dadurch, dass das Laub einen ja, ins Rutschen bringt. Und man sieht ja hier eindeutig, diesen Laubhügel, den ich halt aufgebremst habe, ja, der einen zusätzlich noch vielleicht aus der Bahn werfen kann, das sollte halt nicht passieren. Eigentlich sollte das Laub ja weg sein. So, und jetzt machen wir noch mal einen Test, und zwar auf dem Trockenen. Und gucken mal, wie schnell du da zum Stehen kommst. Okay. So, Matthias, auf geht's. So, jetzt der Bremsweg auf trockener Fahrbahn. Er nimmt wieder ordentlich Anlauf und fupp. Oh yeah. Guck dir das mal an. Zack, das ist der Stopppunkt. Das sind keine 2 Meter. Ja, doch, ungefähr 2 Meter. Also wirklich Bremse halb so lang. Um die Hälfte halbiert, ne? Ja, Wahnsinn. Also sieht man halt, wenn man halt in gefährliche Situationen kommt, wie viel mehr Bremsweg man baut. Das verdoppelt sich. Ja. Und jetzt bin ich in eine mittlere Geschwindigkeit gefahren, vielleicht 15, 18 km/h. Und wenn man halt schneller fährt, gerade mit dem E-Bike, kann man ja bis zu 25 fahren. Also muss man noch vorausschauender fahren und sich noch mehr an die Bedingungen anpassen. Okay, also Fazit, wir sind ein bisschen vorsichtiger unterwegs als Radfahrer im Herbst. Ja, genau. Und natürlich immer auch oben, sehr gut geschützt. Zurück ins Studio. Ja, vielen Dank, Sven. Und Matthias ist jetzt auch bei mir im Studio. Das war schon eindrücklich. Ja. Doppelt so langer Bremsweg. Und dabei ist das Laub ja noch nicht mal rutschig heute richtig, weil es gar nicht so doll geregnet hat. Das heißt, es ist dir ganz wichtig, noch was zu den Bremsen zu sagen. Ja, einmal entsteht natürlich eine brisante Mischung. Feuchtigkeit, wenn jetzt noch regnet, Laub. Und das alles zusammen, da rutscht man halt unheimlich lange. Und deshalb ist es halt wirklich wichtig, dass man gute Bremsen hat. Und ich empfehle dann immer Scheibenbremsen. Auch wenn das viel ein bisschen schwerer ist, aber die haben immer einen guten Druckpunkt. Die funktionieren einwandfrei, egal ob im Sommer, im Winter, im Herbst.
Top. Scheibenbremsen. Und jetzt auch noch mal checken lassen, möglichst, genau, ne, zur kalten Jahres- und nassen Jahreszeit. Und du hast auch ein paar Reifen mitgebracht. Ja. Das gehört ja auch zum Thema, dass es rutschig ist draußen. Genau. Was empfiehlst du da? Was gibt es da? Also es gibt einmal, ich habe eine Variante mitgebracht. Das ist ein Allwetterreifen wie beim Auto. Mhm. Der ist ein bisschen profilierter als die normalen Reifen. Hat auch so einen schönen Pantschutz. Die sind eigentlich wirklich, die greifen halt immer gut, haben einen guten Grip. Damit kann man wirklich gut fahren. Da habe ich jetzt noch was Spezielles mitgebracht, was beim Auto verboten ist. Aber beim Fahrrad erlaubt ist, halt ein Spike-Reifen. Wenn es wirklich mal über Monate lang Guck mal, hier wirklich so kleine Spikes drauf. Ja, ja. So Glatteis ist, die beißen sich halt richtig in den Eisboden rein. Und ich kann sagen, aus meiner Erfahrung, ich kann da mit Vollgas auf eine Eisfläche rauffahren, die Vorderradbremse ziehen und der Reifen hält seine Spur. Also sie sind echt sicher, da passiert nichts, wenn man so einen Spike-Reifen hat. Und beide Reifen haben halt so einen externen oder so einen speziellen Pannenschutz, dass man auch da keine Löcher mehr reinkriegt. Okay, Kostenfaktor, was kosten die Dinge? Circa 40 Euro, je nachdem, wo man die einkauft. Aber so um 40 Euro muss man schon dafür aufwenden. Kostet viel, aber normal halten die bringt über auch Jahre. Schutz. Und bringt auch viel, genau, Schutz. Okay, also Bremsen haben wir besprochen, Reifen haben wir besprochen. Jetzt hast du hier ein E-Bike mitgebracht, Matthias, das wollen wir uns noch mal angucken. Denn klar, jetzt bei der Dunkelheit draußen ist das Licht unheimlich wichtig. Und was empfiehlst du da, beziehungsweise worauf muss man da achten? Also es gab jetzt gerade eine Novelle, oder 2017, dass halt verschiedene neue Lichter halt erlaubt sind, was früher nicht war. Heutzutage darf man zum Beispiel, wie wir hier haben, batteriebetriebenes Licht an normale Räder anbauen. Ah ja. Früher durfte man das nicht. Mhm. Was man jetzt heutzutage auch darf, ist zum Beispiel eine Fernlichtfunktion hat man, dass man halt umschalten kann, praktisch wie beim Auto. Und ich habe hier halt mal einen sehr guten Scheinwerfer mitgebracht, mit einer hohen Lux und hohen Lumenzahl, der halt besonders gut leuchtet. Kann man hier mal vielleicht sehen. Der leuchtet gut, und wenn ich den einfach mal hier hochhalte, das ist nämlich auch ganz wichtig, oh, die Kamera. Der das blendet. Genau. Deshalb ist es auch wichtig, im Check-up, im Winter-Check-up, das Licht noch mal richtig einstellen zu lassen. Wie muss das eingestellt sein? Denn man kennt es ja auch von Autos, wenn die einem entgegenkommen auf, ja, der Autobahn und das blendet und man macht schon so. Ja. Das kann wirklich auch gefährlich werden im Straßenverkehr. Klar. Ist übrigens morgen bei uns ein Thema. Ja. Wie muss diese Lampe jetzt also eingestellt parallel werden? Parallel zum Boden. Und der Fachhändler, der stellt einem das natürlich richtig ein. Bloß nicht so, wie ich das eben hatte, dass der so nach oben geneigt ist und man dann den gegen den anderen blendet. Und du hast ja gesehen, dass jeder davon richtig stark geblendet wird. Ja, was kosten die Lampen? Was muss man da investieren? Ich sag mal so, eine gute Lampe vielleicht ab 30, 40 Euro, kann aber auch bis 100 Euro gehen, weil die natürlich so tolle Funktionen haben und, okay, auch lange halten. Da geht es ja auch immer drum. Und gehen nicht nur am E-Bike, sondern eben auch am normalen, genau, Fahrrad. Normal. Ne? Heutzutage hat man ja so Nabendynamo, nicht mehr diesen Seitenläufer, der, okay, hat auch genug und gut Energie liefert, damit man auch so tolle Lichter ja. Bremsereifen haben wir besprochen. Genau. Wir gehen noch mal rüber, denn du hast eine Menge Ausrüstung mitgebracht. Das interessiert mich, weil wenn ich mal fahre bei diesem Wetter, dann muss ich sagen, oh, es ist kalt, es ist öselig, ja, man möchte sich schützen. Und jetzt so spontan hätte ich gedacht, ach, so ein Cape ist schick, das kann ich über meine, ja, vielleicht Büroklamotten anziehen, ja, und hält alles schön trocken. Was hältst du davon? Ich finde ihn grundsätzlich ganz gut. Hat ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen, ist natürlich, dass wenn man mit dem normalen Rad unterwegs ist, dann bremst er natürlich, weil Windwiderstand ist. Beim E-Bike spielt das nicht ganz so eine Rolle. Und was mir bei den Ponchos aufgefallen ist hier, wenn man die Kapuze über den Kopf zieht, über den Helm, das ist ein ziemlicher, wie soll ich sagen, so ein Klangkörper. Das hört man halt. Aber man hört dann nicht mehr gut, meinst du? Oder? Ja, das stört mich. Stört. Ich tendiere, das ist jetzt ganz neu, zum Regeneinteiler. Mhm. Den kann man halt wie eine, den zieht man halt wie eine Regenhose an, mhm, und kann den dann hier vorne auch zumachen mit dem Reißverschluss. Und aber wenn man jetzt mal anhält, vielleicht die Kinder in die Kita bringt oder so, und dann wird es heiß oder so, dann kann ich den auch wieder ausziehen. Und die Hose bleibt allerdings an. Das ist ganz gut gemacht. Und hat, finde ich, eine gute Funktion. Die hat überall so phosphorierende Streifen. Wollte ich gerade sagen, weil der ist ja unheimlich dunkel, ja, wenn wir hier schon von, ja, der dunklen Jahreszeit sprechen, ja, und dass wir hell sein wollen. Der, also hier zum Beispiel dieses Logo hier auf der Rückseite sind aber, oder in den Beinen, wenn ich das mal so nehme, sind halt so phosphorierende Streifen, ja, wo man dann auch gut gesehen wird. Aber das ist wirklich was ganz Neues, was auch im Rennsport, also im Mountainbike-Rennsport kommt, was aber jetzt auch so in den normalen Alltag rüberschwappt. Und kostet ungefähr? Oh, der ist teuer, der kostet 400 ungefähr. Oh, ich glaube, das lohnt sich dann wahrscheinlich eher für Leute, die wirklich viel, sehr viel Fahrrad, genau, fahren. Ne? Genau. So, jetzt habe ich die ganze Zeit gedacht, Morg vom Org ist zu Gast. Vielleicht kennen Sie diese Serie noch. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist ein Mittelding zwischen Fingerhandschuh und Fäustling. Ja. Warum ist das so? Früher hat man Fäustling gehabt, damit die Hände warm bleiben.
Aber mit dem Fäustling, wer das mal versucht hat, damit kann man nicht bremsen. Deshalb hat man diesen einen Finger super separiert und kann jetzt wieder warme Hand haben und trotzdem noch bremsen. Finde ich eine super Erfindung. Auch eine ganz Neuheit auf dem Markt, klasse für Fahrradfahrer. So, und dann hast du hier noch ein paar Schuhe dabei. Genau. Was ist daran besonders? Das ist ein spezieller Fahrradschuh für alle Leute, die vielleicht zu kurze Schutzbleche haben, wo das Wasser von der Straße zum Schuh spritzt. Und zwar, wenn du hier vorne mal die Nähte anguckst, dann sind die miteinander verschweißt. Ja. Das bedeutet, das Wasser, was sozusagen darauf kommt, läuft doch wieder ab. Natürlich werden alle Füße irgendwann feucht, wenn man zu viel Wasser drauf hat. Aber vielleicht, wenn man auf dem Weg ins Büro ist oder so, dann kann man den wirklich gut anziehen. Und der hat halt extra noch mal so eine Sohle, die extra sehr fahrradfreundlich ist. Okay, das also auch ein ganz neues Modell hier, neuer Schuh. Und jetzt war dir noch wichtig, in puncto Sicherheit, damit das Fahrrad nicht wegkommt. Genau. Mal sehen, ob das funktioniert, weil du sagst, das gibt ein infernalisches Geräusch. Ja, also es ist so, das ist jetzt auch was ganz Neues auf dem Markt. Es gibt dieses Schloss, das ist so ein Faltschloss, womit man eigentlich um jeden Laterne kommt. Und wenn ich das sozusagen, ich versuche das jetzt einfach mal jetzt geht das natürlich hier so. Ich tue so, als ob ich jetzt irgendwo umschließe. Ja. Dann ziehe ich den Stecker sozusagen oder den Schlüssel raus. Dann müsste das eigentlich piepen. Macht's jetzt nicht, aber ich habe es vorhin einmal gehört. Jetzt geht's los. Jetzt Achtung. Geht's los. Es fängt langsam an und dann. Und das ist natürlich, ich würde mal sagen, da wird jeder Dieb von abgeschreckt. Ja. Wenn das und jetzt. Oh mein Gott. Und jetzt stecke ich schnell so rein. So. Hoffentlich kriegst du es wieder aus. Oh, vielen Dank. Okay, also das auch noch ein ganz wichtig in puncto Sicherheit. Sicherheit natürlich. Aber natürlich erstmal vielen Dank für die Tipps. Noch mal ganz kurz dein Fazit. Worauf jetzt achten? Was soll man jetzt zum Herbst noch alles checken? Gutes Bike-Check-up. Auf die Sichtverhältnisse, auf die Wetterverhältnisse einstellen. Und vor allem mit viel Spaß rausgehen. Das könnte doch klappen. Vielen Dank, Matthias Faber.